Cooking at Campfire, please. Damit wir auch das Fleisch direkt wieder weiterverarbeiten, weil das Fleisch verfällt ziemlich schnell, nämlich in 2 Tagen. Während so ein gekochtes Essen, glaube ich, 4 Tage braucht, um zu verfallen. Wodurch es sich anbietet, hier ein bisschen mehr zu kochen. Und das Fleisch so zu verarbeiten, weil ich glaube, er wird nicht viel vom Fleisch verarbeiten, weil er zuerst mit dem Reis angefangen hat, blöderweise. Die Priorität einzustellen wäre noch relativ gut. Und Hallihallo, Matze! Mir geht's ganz gut. Ich habe heute meine BA bestanden. Jetzt muss ich nur 2 Prüfungen machen, 2 relativ einfache Prüfungen und dann bin ich durch mit dem ganzen Kram. Mit meinem Studiumskram. Von daher geht's mir eigentlich relativ gut. Ich habe nur ein bisschen wenig geschlafen. Das ist alles. Holy shit, kann der viel mitnehmen, ey. Oh, wir haben schon einen. Moment. Du musst dann bitte auch Area 1. Area 1. Guys. Don't do this to me. So, Stone Cutter Table. Was haben wir hier für Stone drin? Limestones können wir mal verarbeiten. Limestone Blocks. Du forever. Dankeschön. Und wie geht's dir, Matze? Wie ist dein Wochen, Tage gewesen? So lange haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Was können wir denn hier machen? Noble Fur, make Leather Armor. Make Patch Leather, make Cowboy Hat. Make Boots, make Shoes. Das sind, glaube ich, mal ganz nett. 3 Paar Schuhe. Upp, das wollte ich nicht. Ich wollte die Details haben. Dafür brauche ich 40 mal Sachen. Ich habe nur 9 mal Light Leather bisher. Ich habe 38 mal Light Leather. Aber das nimmt nur die. Und ich habe. Ach nee, ich habe Plain Leather. Nicht ganz das gleiche. Plain Leather darf ich dafür wohl nicht nehmen. Doch, darf ich, aber das wird dann noch nicht gezählt als besitzend. Das finde ich ein bisschen anstrengend bei dem Spiel. Dass einfach nicht mitgezählt wird. Moment, warum? Das verstehe ich nicht. Warum der hier draußen schläft, wenn er hier noch ein externes Sleeping Box für ihn gebaut ist? Der Hund mag wohl die Sleeping Box nicht, I guess. Wir haben für ihn noch gar keinen Raum gebaut, ne? Für mich. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, wir brauchen hier nochmal einen Raum. Müssen wir jetzt ein bisschen umlenken. Wie es weitergeht. So, jetzt haben wir hier mehr Optionen. Das Essen ist schon wieder weg. Sehr gut, dann werden wir das Fleisch noch weiter los oder besser gesagt weiter verarbeiten. Finde ich eine gute Option. Ich würde trotzdem mal versuchen, hier einen. Das ist ein Kuga, ist sowas wie ein Panther, oder? Zu zähmen. Wir haben gerade Fleisch. Komm schon, Jean, du schaffst es. Jean! Tame fehlt, 15% schon. Schade. Mir geht es übrigens gut. Ich wohne jetzt seit Samstag nicht mehr in Hamburg, weil man mich rausgeschmissen hat und der mich hier in Castrop-Rauxel bei Christian. Also, du hattest immer das Problem mit deinen Eltern, ne? Der hat mich jetzt echt wirklich komplett rausgeschmissen, einfach so. Das finde ich sehr, sehr hart, sowas zu machen. Aber ich weiß nicht, was da alles vorgefallen ist, aber ich find's gemein. Ist einfach Fakt. So, es kann sein, dass wir jetzt kein Holz mehr haben, wa? Deswegen müssen wir hier mal wieder Holz hacken, I guess. Harvest fully grown. Ah, es ist wieder. Strom aus. Gib mehr Strom. Hau rein, Herr Windkraftwerk. Aber es freut mich, wenn du jetzt bei Christian wohnst und dich dort wohlfühlst. Dann ist es ja, was das angeht, gut gelaufen. Sozusagen. Wenn du dich dort untergekommen bist und das funktioniert. Vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Drogenanbau.
Vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben. Müssen wir mal schauen. Das hier war jetzt Baumwolle, ne? Ne, das war Mais. Baumwolle angebaut. Baumwolle haben wir hier oben angebaut, ne? Ja, genau. Ich habe gar keinen elektrischen Herd gebaut. Sollte man einen elektrischen Herd bauen, glaube ich. Production Electric Stuff. Nee, das soll ich dort nicht hinbauen. Halt, stopp. Der sitzt dann direkt vor der Tür. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir können dich aber abbauen. Wir können dich abbauen und dich abbauen. Oh, müssen wir erstmal die Sachen alle abbauen. Und wir können hier vielleicht noch eine Lampe anpacken. Dann müssen wir dich zuerst abbauen dafür. Ach, dammit. Den beiden nicht mehr. Ich hab. Achso, stimmt. Weil beim alten Mann gewohnt. Stimmt. Ja. Ich vergaß nicht. War nicht mit deinen Eltern. Stimmt. Ist trotzdem doof. Kannst nicht spielen oder zocken. Warst du dein Rechner noch dort? Oder. Was ist passiert, dass du da nicht dazugekommen bist? Also, dass du es nicht mitgenommen hast, so rum, ist eigentlich die korrekte Frage. Wir werden übrigens nochmal ein bisschen was abbauen müssen, und zwar Orders. Wir werden nochmal hier reinmeinen, damit wir hier noch einen Kühler einbauen können. Das werden wir hier wahrscheinlich tun. Ja, müssen wir mal gucken. Indoors 20 Grad, draußen sind 30, das ist schon relativ cool. Inspired Recruitment. Thanks to high mood, faith, experience and inspiration, he will successfully recruit the next prison regardless of difficulty or resistance. Jetzt brauche ich bloß noch in Prison now. Dafür. Brauche ich nur noch einen Prisoner dafür. Jetzt habe ich hier kein Licht mehr. Was ist das hier hinbauen? Durfte nur spielen am PC. Ach so, von dem alten Mann. Wenn du gewohnt hast, den PC hast du genutzt, das wusste ich nicht. Ist natürlich ungünstig, wenn ich es mal. Ja, okay. Aber läufst du da nicht auf gefühlt allen möglichen PCs inzwischen? Hast du dich eigentlich mal bei Lumi gemeldet? Weiß die das schon? A civil servant from the Red George Settlement is passing by, she's named. Eine Pistole dabei. Social 12, Intellectual. Also ich könnte die zum Beispiel auch überfallen, gefangen nehmen. Dann wird aber, glaube ich, die Red Gorge Settlement mag mich dann weniger. Und die sind aktuell, glaube ich, sind die auf neutral. Und da will ich, glaube ich, nicht, dass die unbedingt sauer auf mich werden. Wenn ich das gerade so richtig im Blick habe. Warum seid ihr eigentlich hier drin? Falsch mit euch. Raus hier. Ist noch nicht mit Lumi gesprochen. Darf ich dir das erzählen oder willst du ihr das selber erzählen? Weil ich weiß, dass sie jetzt noch schläft aktuell, aber ich weiß, dass sie mal wieder sich gedacht hat, Matze war lange nicht da, was mit dem passiert. Muss ich bitte mal nachfragen oder so. Oder ich glaube, sie hat ja gesagt, von wegen, er wird sich schon wieder melden. Sie war sehr, sehr zuversichtlich, dass du einfach zurechtkommen wirst. No Storage Space? Dafür oder was? Das kann sein. Was mache ich denn gerade? Digging at Lime. Was? Digging at. Achso.
Kannst du eher mal craften? Du kannst mal Stone cutten. Finde ich eine bessere Option. Dann können wir nämlich Limestone-Wände bauen. Ja, ich habe einen weiblichen Bison. Die haben sich, deswegen kam gerade die Liebesdingens. Ich habe, wenn ich nicht weiß, ist, das ist Male, das hier ist Female. Die haben sie gerade geliebt. Es kann also sein, dass sie jetzt schwanger wird und dass ich dann Baby-Bisons kriege. Vor allen Dingen ist aber, weshalb ich eigentlich Bison habe, weil die Wolle, von denen kriege ich Bisonwolle. Was für warme Kleider natürlich extrem nützlich ist. Also das war der eigentliche Grund, warum ich sie haben wollte. So, jetzt bauen wir hier ein bisschen... Ich glaube, Forever ist vielleicht doch ein bisschen... Do until you have... 110. So. Sonst machen wir unser ganzes Lager mit Steinen voll, das ist auch irgendwie Quatsch. Wenn du was hörst von ihm, das erzählen, was passiert ist bei mir und dass ich zurzeit nicht da bin oder live. Ja, kann ich gerne machen. Deswegen habe ich gefragt, ob ich das Bescheid sagen darf. Und es gibt auch Jahreszeiten. Ja, ich bin aktuell, glaube ich, im Frühling. Du merkst auch, es wird langsam wärmer. Ich komme in den Sommer. Inzwischen sind draußen 38 Grad. Sollte vielleicht mal die Bären reinholen. Also es gibt Jahreszeiten auf jeden Fall. Es gibt auch sowas wie einen Winter. Ich glaube, der Winter ist aber bei der... Du kannst, wenn du deine Siedlung niederlässt, kannst du bestimmen, wo auf dem Planeten das ist. Ich kann mal hier kurz Planetenansicht holen. Und ich bin halt hier. Ich bin, wie du hier siehst, bei minimal 11 Grad. Also hier in meinem Bereich sind 11 bis 34 Grad. Ich bin jetzt gerade auf dem höchsten Punkt. Also eigentlich müsste ich im Sommer sein. Ich kann aber, wenn ich theoretisch könnte, ich auch hier oben, dann habe ich 57 bis minus 2 Grad. Ne? Also dann habe ich andere Temperaturverteilungen. Was natürlich bedeutet, hier kämpfe ich eher bei mir aktuell eher mit zu warmen Temperaturen. Deswegen habe ich hier die Kühlungen eingebaut. Während ich in anderen Bereichen eher mit zu kalten Temperaturen rechne. Oder kämpfe. Rotten in Storage Meat. Moment mal. Habe ich nichts mehr zum Kochen? Ich Vollidiot, ich habe nichts mehr zum Kochen. Oh fuck. Hier, Electric Stuff. Wo ist es so rum? Rinder. Oh Gott. Absolute Katastrophe hier. Komm schon, bau den Quatsch. So, und jetzt hier bauen, add bill, cook simple meal. Moment, wir können das anders machen. Wir können ein add bill, cook simple meal mal 4, gab's das eigentlich? Ne, cook simple meal mal 4, do until you have 12, 8. So, das ist also unser Cook wieder beschäftigt sein damit. Oh, das traurig ist so, aber end musste, ja, weiß nicht. Ich finde es schade, wenn Menschen so wenig einsichtig sind, sage ich mal, ne? Oder so wenig versuchen, irgendwie Kompromisse zu finden miteinander, weil am Ende liegt es irgendwie immer daran, oder geht es immer daran, irgendwie, ja, ich sag mal, miteinander auszukommen. Und das einfach nicht zu tun, finde ich irgendwie echt schade. Keine Ahnung. Hat dann für mich schon so eine gewisse Traurigkeit. Oder können meine Tiere draußen schlafen, müssen aber, können unter dem Dach schlafen, glaube ich. Müsste eine Dachzone dort haben, habe ich nicht. Jetzt habe ich eine Dachzone da. Aber wie gesagt, solange du jetzt happy bist, ist es doch sehr schön. Was ich jetzt noch bauen wollte, ist Temperature, Cooler. Kann ich das Ding nämlich abbauen? Ich glaube, ich kann das auch schon deconstructen. Das läuft eh die ganze Zeit nicht mit den 20 Grad drin.
Lange Lumi schläft, also normalerweise, vielleicht ist er auch aktuell schon wieder munter. Vielleicht erzähle ich hier Quatsch. Also ihr Plan war eigentlich um 12 aufzustehen. Sie müsste eigentlich munter sein und arbeiten, aktuell. Ihr ganzer Wochenplan besteht da drin, um 12 aufzustehen. Kann ich hier... Es gab doch auch ein... Ersetzen-Befehl, dachte ich, habe ich reingemoddet. Hier, Limestone-Bohr. Kann ich einfach so machen? Weiß nicht, ob ich das alles schon bauen kann, so. Ich will es eigentlich nicht komplett aufmachen hier. Wir haben ja so gemütlich 21 Grad, während draußen 26 sind. Okay, wir haben eine Sonnenfinsternis. Ja, das ist nicht so schlimm für mich, weil ich ja eh nicht auf Sonnenenergie angewiesen bin, sondern eher auf Windenergie aktuell. Also so lange schläft es eigentlich gar nicht. Bis ungefähr Mitte des Tages. Üblicherweise. Ich glaube, sie lässt mich jetzt nur gerade in Ruhe, weil ich ja am Zocken bin. Würde ich behaupten. Zum großen, großen Teil. Okay. Dass Felix sauber macht, bevor er Sachen holt, ist irgendwie ein Problem. Clean. Weil er eigentlich am Researchen sein sollte. Ich mach mir Clean hier wieder ein bisschen weg. Wir haben aktuell genug Clean. Und Cleanen können vielleicht auch andere. Ja, nämlich Jean zum Beispiel. Beziehungsweise Clean kann auch ich. So. Dann soll das besser funktionieren. Holz haben aktuell jedenfalls genug. Hoffen wir, dass das so bleibt. Ist natürlich tagsüber... Oh, dunkel. Ja, wir haben Stromprobleme. Ei! Vielleicht wollen wir noch einen aufbauen. Noch eine weitere Stromquelle. Die Frage, eine Windturbine? Wir haben ja nichts anderes und aktuell doch erforschen, wa? Wie weit sind wir denn mit der Forschung? 175, das dauert eine ganze Weile. Würde ich, glaube ich, nochmal eine Windturbine bauen. Ich habe aber nicht genug Eisen. Oh, shit. Compacted Steel. Müsste ich das abbauen hier? Habe ich dummerweise diesmal nicht durch den Stahl durchgearbeitet. Das sieht doch schick aus hier. Ja, aber ich brauche irgendwo noch eine Energiequelle her. Das ist nicht so cool. Aktuell. Ich glaube, ich habe zu viele Kühlmittel schon eingebaut. Oder eingeplant, besser gesagt. Aber da kriege ich relativ viel Stein her. Deswegen können wir, denke ich, das schon wieder planen. 100 Stiefel. Ich habe dort gerade... 50 oder so herbekommen. Space already occupied. Ich muss dahin bauen. Und dann müssen wir hier noch ein Power Conduit bauen, glaube ich. Der die beiden verbindet, damit es einfach eine durchgehende Verbindung wird, hoffe ich. Wir sollten, glaube ich, auch für Nahrungsmittel irgendwie einen Kühlraum aufbauen. Oh. Ja. Wir haben auch generell wieder kein Essen, ne? Wir haben nur noch ein Essen. Wie sieht das immer aus mit dem Fertigwerden hier von dem? Und 96% grown. Unangenehm. Muss ich mal so persönlich sagen. Jag mal doch mal Muffalo. Müssen wir wieder jagen gehen hier. Auf geht's, Jong! Jag sie!
Jetzt jag sie doch endlich. Oh. Hat er jetzt gerade einen anderen weggetragen? Anscheinend hat er gerade einen anderen weggetragen. Ich hoffe, ich fange dann an direkt mit Essen machen. Also mit Schlachten. Jawohl. Schlachtebank. Konnte mir das Tierchen dabei zuschauen, wie ich geschlachtet habe. Aber gleich kein Strom mehr für unser Essen machen. Caravan Animals wander in. Ja, zähmen. Elefanten zähmen. Da sehe ich uns. Das ist sogar Male und Female. Wenn ich die gezähmt kriege, darf die looten. Weiß nicht, ob ich genug Essen dafür habe. Ich brauche halt Essen, um Tiere zu zähmen. Jagen ist einfacher. Jean, kannst du bitte das priorisieren? Danke. Wir könnten hier einfach in dem Kühlraum, müssen hier übrigens die Zieltemperatur auf minus 10 stellen. Oh, wir müssen es so machen. Minus 19 Grad? Keine Ahnung. Reset. Minus 12 Grad. Machen wir mal jetzt minus 12 Grad. Wir können hier, glaube ich, einfach das Ding erweitern. Um den Kühlraum auszubauen und hier noch einen anderen Lagerbereich reinzumachen für dann verarbeitetes Essen. Ja. Also mein Strom reicht bei weitem nicht aus. Jetzt habe ich zwei davon. Moment. Sehe ich irgendwie hier Power? Ja, die ist alle verbunden. Okay, sehr gut. Das ist natürlich nicht so cool. Garrett, 100% Chance. Ja, also wir brauchen irgendeine Alternative, um Essen herzustellen tatsächlich. Temperature. John, please prioritize. Und dann können wir hier auch machen. Apple, cook simple meal until you have 8. Ben, du musst mal kurz noch arbeiten. Ja, wir haben so viel Fleisch. Und du musst es jetzt mal ordentlich verarbeiten. Bevor das komplett wieder verrottet. Und außerdem brauchen wir Essen für die Leute. Sonst wird's blöd. Ich würde fast sogar noch sagen. Wir machen das noch eins mehr. Oder noch mal mehr. Weil die halt deutlich schneller, deutlich weniger schnell vergammeln. Jetzt haben wir das Problem halt mit der Haltbarkeit. Diese Storage Zone soll allerdings nur allow fresh, allow rotten, nur food beinhalten. Und hier sind minus 12, 11 drin. Ja, sehr gut. Zone. Dirty Cooking Area. Ach shit. Ja, weil ich ja draußen gekocht habe, mit Sicherheit. Ist das ein Problem gewesen. Jetzt muss ich aber hier, glaube ich, dann die Foods disablen. Und auch Allow Fresh disablen. No storage space. Things marked for urgent hoarding have no place to be stored. Herbal medicine. What? Drugs? Medicine. Herbal medicine. Das verstehe ich nicht. Wieso ist
Herbal Medicine als fresh aufgeführt. Na, ist auch egal. Expand Zone. Urgently Haul. Urgently Haul, damit sie das transportieren. Ich schaue natürlich jetzt ewig länger. So, kann den hier vielleicht mal endlich bewegen, wa? Ich bin ja eh der Koch, dann kann ich auch das Bettchen darüber bewegen, damit ich nicht mehr hier im Gemeinschaftsraum rumsitzen muss. Würde ich mal behaupten. Wäre doch deutlich, deutlich besser. Die müssen wir noch wegtragen. Expand Zone. So. It's got a food and a simple meal, dirty cooking area. Ja, ich weiß. Moment, haben wir hier nicht auch den Auftrag drauf? A fallen electrical conduit has caused a short circuit. All 118 of energy in the connected batteries has been discharged in an electric explosion. Oh shit! John macht schon aus. Holy moly! Warte mal, bam! Uiuiuiui. Da hab ich mich erschrocken. Kriegen die ganzen Bisons Food Poisoning, weil es dreckiges Essen gibt. Ups. Felix auch. Ups. I guess. Kind of. ja. Müssen wir vielleicht mit Clean wieder ein bisschen mehr hochgehen. Natürlich unangenehm. Wie lange bist du denn jetzt? Schmitten in der Nacht? Was machst du da? Wir sind hier langsam fast durch mit dem Solar Panel. Das könnte dann, wenn wir noch ein Solar Panel bauen, sollte es, glaube ich, sich mit dem Strom dann ganz gut ausgehen. Ja, es ist halt wieder viel, viel aufzuräumen durch das Food Poisoning. Das ist natürlich unangenehm gewesen. Low Food. Moment, wir haben 11. 11 mal Food. Da ist wieder kein Wind. Ach Mann, das ist doch nervig. Dirty Cooking Area. Ja, jetzt kotzen die wieder überall hin. Und fressen dann wieder neu. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das so eine coole Idee ist. Ich habe schon jetzt doppelte Menge an Strom. Efficiency 50%. Was heißt denn Efficiency 50%? Ist die große effizienter? Also hätte ich nicht zwei kleine, sondern eine große bauen sollen. Dammit. Das wusste ich nicht. Large Battery. Cover Effectiveness. How effective this is when used as cover. Achso, nee, das nicht. Explode when exposed to rain or fire. Beauty minus 15. Weiß nicht, ob die effizienter oder weniger effizient sind, so richtig. Frozen, Bone Spoil. Perfekt, da will ich eigentlich hin. Da will ich ja eigentlich hin. Frozen, Bone Spoil. Super, super. Den Bär will ich vielleicht nicht.
Jagen, die Dinge will ich auch nicht jagen. Was bist du denn? Ein Igel! Bei mir gibt's Igel. Leute, könnt ihr das vielleicht reinbringen? Also unser Essen ist da gar nicht so problematisch, wenn ihr das Essen, das wir haben, einfach reinbringen würdet. Und unser Teacher muss jetzt irgendwie ein bisschen mehr researchen wieder. Er hat nichts zu, der hatte kein Researching zu tun gehabt zuletzt, ne? Make shoes. Shoes klappt wohl nicht, offensichtlicherweise. Auf 40 Material und ich hab. Moment, ich hab doch 40. Ist keiner auf Crafting festgelegt, ja? Er ist mit mir am Craften. Craften wir aktuell nur ich und der ist und ich bin scheiße da drin. Brauche ich dringend jemanden, der besser craften kann, ne? Gefrorenes Essen kann doch auch nicht so geil sein, oder? Bin ich so der Meinung. So von meinem Gefühl her, meinem persönlichen. Hey, noch ein Bison. Also Bisons haben jetzt jede Menge. Das Schöne ist an gezähmten Bisons, die kann man halt einfach schlachten, wenn man sie braucht. Frozen Bone Spoil. Ancient Danger, as Sean draws near the ancient war, a sense of foreboding overcomes him. He isn't sure why, but he feels that this dusty structure may contain great danger. Ja, das hier unten, das ist, wusste ich. Hier darf man nicht rein. Das ist ganz fies. Ganz fiese Brise. Das wusste ich, dass das eine ganz miese Brise ist. Miles? Der heißt Miles? Moment, wie heißt du denn Miles? Sonst heißen die immer hier Bison 1, 2, 3, 4, 5. Außer Miles. Miles Ibex Ram. Der hat einen Namen. Der heißt Miles. Keine Ahnung warum, aber er heißt so. Was denn du jetzt? Harvesting Berry Bush. Wir haben erstmal Essen. Kannst du mal kurz. Cannot prioritize research and long-term task? Okay. What? Ich kann das Forschen nicht priorisieren. Das macht er halt, wenn er sich sozusagen dafür inspiriert fühlt. Oh! Crafte doch. Aha. Aber nur so halb, weil ab und zu geht der Strom aus. ich brauche dringend die Solarpanel, ey. Das hat letztes Mal besser funktioniert. Ständig fällt da irgendwas aus, ey. Kornplant? Ich habe keinen Medical Plant. No! Ich bin ein Inter. Ich habe keine Medizinpflanzen angebaut. Why do I do this? Ey. Wo ist es Medical Plant? Hier, Heal Root. Da will ich hin. Manhunter Pack? Pack of Manhunter? Die Monkeys have entered the area, driven insane by this disease known as Scaria. They will roam the region hunting for human flesh. Das ist sozusagen Lepra, glaube ich. Attack doors and they see someone go through the door. Hide inside and you'll be safe. They also won't attack power of turrets, so turn your turrets off. Okay. Yeah, Scaria. Disease which causes affected creatures to enter Berserk Rage. A creature with Scaria can be cured through a special medical operation, but must be downed first. If not treated, Scaria kills its host about 5 days after infection. Disease poisons the flesh and rots the skin. Also es gibt die Verwelken sozusagen. Aber im Moment ist ein Manhunter, ne? Wurde gesagt. Das heißt, ich kann, wenn ich das sage,
Disallow. Sind ja gerade alle drin, ne? Dann müsste ich das überleben. Dann sollen sie nämlich nicht rausgehen. Frage, ob ich das bis dahin überstehe. Ihr greift... Nö, ihr greift alles an. Der von mir hat die Melee-Waffe. Du musst ran. Greifst du mal nicht mehr einen schlafenden Viech da an? Wo ist der Rest? Gar nicht witzig. Soll denn jetzt zu mir zurückkommen? Ja, ich brauch Treatment, ist schon klar. Auf sie, Ben! Pick up Monkey Dead, was? Der hat doch gerade noch gelebt. Der hat aber keinen Scaria. Der ist es nur. So, haben wir das jetzt? War's das? Noch einer? Hier wollen wir herstellen Drogen. Do forever. Drogenherstellung, jeden Tag, ich nehme Drogen, so viel ich mag. Wer ist unser Doktor? Felix. Behandle mich mal, please. Haben wir den Biss verarbeitet. Achso, was wir übrigens auch noch brauchen, weil wir dabei sind, wir haben jetzt hier... können neues Freizeitaktivität bauen. Mit Schachspiel. Da können wir gegeneinander Schach spielen. Sehr angenehm. Zumindest sollten unsere Nahrung jetzt erstmal eine ganze Weile halten. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel Nahrungsquelle, wie ich jetzt habe. Sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich um die Nahrungsquellen nicht kümmere. Das ist mir nicht ganz klar. Bin voll geheilt. Raid the Pistol Robbers. Das ist einer. Mit einer Shotgun. Okay. Und der greift auch nicht an. Also alles nur halb so wild. Ah, hier könnt ihr übrigens fischen. Ich sehe gerade, hier habe ich Wasser. Könnt ihr versuchen zu fischen. Also bevor nicht die Meldung kommt, dass der angreift. Alles nur halb so wild. Jetzt greifen sie an. Jetzt ist nicht mehr halb so wild. Muss ich gucken, wo sie sind. Pistol Robert. Oh, er hat einen Bär, ein Viech. Geholt. Was? Warst du gerade irgendwo hier drüben? Da kommt er angelaufen. Okay. Lauf, 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 lauf. Er läuft die ganze Karte. Läuft er oben rum? Läuft nicht hier oben rum, oder? Läuft hier oben rum. Ich weiß nicht, ob ich gegen den wirklich in den Nahkampf gehen will, ehrlich gesagt. Nee. Wo ist denn Felix? Oh, da kommt er an, okay. Direkt ein Hit.
Nu, direkt ein zweiter Hit. Uiuiuiuiuiuiui. Der muss ran. Ja, haha. So, der ist aber direkt tot. Düdüm. Okay, dann können wir aber den Kampfmodus beenden. Awful. Alter. Die können wir einfach nur verkaufen, würde ich sagen. Hier haben wir noch ein bisschen Silber drin. Yo. Du strippst den mal. Und dann müssen wir wieder ein Grab ausheben. Hier unten können wir direkt neben den anderen pappen. Cleaning Dirt? Nee, nee. Du hebst das Grab nicht aus. John hebt das Grab aus. Ich weiß, dass du da ein Problem siehst. Es könnte aber vielleicht daran liegen, dass du nicht dafür Achso, das ist schon ausgehoben, wa? John, du hast umgebracht. Du bringst mal bitte ins Grab. Zack. So, dann ist der auch versorgt. Wie sieht's jetzt? Ach, sind immer noch hier nicht weitergekommen. Dammit. Master ist Ben, deswegen, weil der schon getrained wurde auf einen Master. Ah. The Animal Rescue Wanted Allies and Dragon Required Advanced Trainability. Ah, haben sie nicht, okay. Das ist natürlich blöd. Train. Nee, das sind einfach nur Nutztiere. Deswegen hat er einen Namen gekriegt, deswegen heißt er Miles. Das habe ich nicht gerafft. Red Panda ist fully healed. Sehr schön, sehr schön. So, wir können aber jetzt in Production. Wir haben erstmal einen Electric Butcher. Motorized table with a rotating sapler for butchering dead creatures. Quicker into precise slices of raw meat consumes a lot of power. Consumes a lot of power? Ja, dann nehmen wir doch lieber nur den Butcher Table, den wir noch hier reinquetschen. Würde ich sagen. Weil so viel Power haben wir ja dann doch noch nicht. Dass wir hier bei den Minusgraden bleiben, freut mich echt. Und hier bleiben wir indoors bei so 20, 17 Grad. Das ist mega gut. Das ist mega gut. Wir können mal weiter planen, wie wir hier bauen wollen. Theoretisch will ich noch, also erstmal muss ich den hier noch ausbauen, fällt mir gerade so ein, ich kann das Holz generell mal benutzen dafür, für mehr Böden, das hat man ja vorher schon mal angemerkt. Ja, dass wir hier zum Beispiel so, so und so machen und so und so und so. Und wir machen es sogar hier im, netterweise im Gefängnis. Sind wir mal so frei. Wir können hier natürlich noch ein bisschen den Platz nutzen, den wir haben. Wenn ich die Sachen verkaufen kann, muss es hier mal ein bisschen reingeholt werden. Könnte sein, dass ich wieder ein Platzproblem habe. Aber ich kann immer noch nicht sagen, Prioritize, es geht einfach nicht. Dann würde ich aber sagen, wenn das so ist, würde ich sagen, Research ist mit erster Priorität aktuell. Ich brauche die blöde Solaranlage. Weil die einfach nicht ordentlich funktionieren hier. No Storage Space, ist mir bewusst. Das macht diese blöde Solaranlage fertig. Ich habe gar keine Quest bekommen bisher in dem Run. Also Nada-Quest. Schon 7 davon? What? Wann haben wir den Smokeleaf Joints gebaut? Irgendwie nicht aufgefallen. Erstmal smoken ein. Ja, wir sind die 420 Gang hier. Soziales Smoken ist erlaubt. Relaxing socially, da wird einfach mal gesmoked. Finde ich eine gute Option. Finde ich eine gute Option.
Theoretisch könnte ich, glaube ich, hier sogar auch noch ein Bett reinquetschen, wenn ich es bräuchte. Ist halt blöd, wenn da jemand dran arbeitet dann. Weil ich glaube, ich die kein Problem damit haben, generell mit zwei Leuten in einem Zimmer zu schlafen. Die stören sich nur daran, wenn der andere aufsteht. Das nervt die dann halt. Ich glaube, ich sollte hier einen Durchgang bauen. Das ist ja schlimm. Er läuft hier rum. Solar Panel dann! Whoop. So. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was wir als nächstes. Drug Production wäre eigentlich ganz cool, finde ich. Dann können wir Drogen verkaufen. Oder Brewing, Liquor Brewing, Espresso Machine. Medicine Production. Ja, ich brauche die Drogenproduktion, um die Medizinproduktion zu machen. Ja, auf jeden Fall Drogenproduktion. Ist the next big thing, das ist aber jetzt nicht mehr ganz so wichtig, dass du es super schnell machst. So, wir wollten hier kurz durchplanen. Wenn ich das hier größer mache, kann ich hier natürlich mehr Sachen reinbauen. Und gleichzeitig meinen... Oder ich mache halt den Plan hier. Dann baue ich hier einfach noch einen Raum ran. Ein 4x4 Raum wäre möglich. Oder halt so ein. Die Frage, ob ich das als Lagerraum nehme oder ob ich's. Ich brauche nicht so einen riesen Essenslagerraum, oder? Aber vielleicht für den Winter? Wenn ich so einen komplett drüber nehme, dass das alles mein Essenslagerraum wird hier. Und dann machen wir hier noch ein Zimmer für irgendwas. Würde ich sagen. Entsprechend wäre meine Order hier zu Ende mein. Oh. Ja, mal sehen, wie schnell er zu Ende meint. Natürlich das Problem ist, der Raum jetzt viel, viel größer wird. Ich hoffe, dann reicht es noch mit 37 Grad draußen und minus 9 innen schafft der. Holy Schmacks. No longer inspired. Inspired Recruitment. Ja, wir hatten halt niemanden, den wir gefangen nehmen durften. Leider. Gottes, ist ein bisschen blöd gelaufen. Oh Gott, sind hier viel Reis. Ich glaube, ich habe das übertrieben. Ich glaube, ich kann das jetzt Shrink Zone wieder hier wegmachen. Jetzt, also das wird ja sonst viel zu viel. Ich meine, jetzt, wo ich kann das Essen ja eh um... Ich kann es schon herstellen, dadurch, dass es jetzt gefriert, kann ich schon irgendwie 25 auf Reserve halten. Wo es zumindest konstant kalt genug ist, dass es nicht verdirbt hier. Aber ansonsten wird's blöd. Wie geht's eigentlich dir im Befinden? Awful Bedroom, Unsightly Environment. Ist das bei euch nicht so, dass ihr das als Awful Bedroom anseht? Nein. Sehen sie nicht. Und das nur wegen der komischen hier. Dann reinstallen wir dich mal in den Bedroom, würde ich mal behaupten. Haben schon 6 Joints. Läuft. Achso, und wir können dich natürlich deaktivieren und auch dich komplett deconstructen, weil wir haben ja dich jetzt. Dann können wir hier Butcher Creature machen. Do X Time, Do Forever. Sobald wir jetzt irgendwie rohes Fleisch haben, oder besser gesagt, ein totes Tier haben, können wir das umsetzen. Finde ich eine ganz gute Idee. Was ist eigentlich hier? Aurora. A beautiful Aurora is lighting up the sky. The undulating. Okay, wir haben ein. Okay. Was? Jo, haben 8 Food. Ja, gut, das ist natürlich unangenehm. Ja, wir brauchen hier dringend einen Durchgang. Das ist ja... Oh, hier fehlt eine Tür... fehlt eine Wand. Sehe ich ja jetzt erst. Nein!
Das war eine Door. Ich wollte eine Limestone Wall haben. Außerdem wollte ich das immer als Limestone machen, um hoffentlich ein bisschen sicherer gegenüber Feuer zu sein. Meine äußere Wand da ein bisschen anzupassen. Wie weit der überläuft, das ist so krass. Also Jean ist unser Bastler, der baut ja alles. Der baut alles. Überall. Und dann meint er auch noch. Er baut alles und meint er auch noch. Lisman Salvation. Strike, Mayor of the Red Gorge Settlement, says that his friend has been wounded while traveling. The victim is Lisman, a 30-year-old framer. Strike has nobody to spare to rescue. Okay. Wir haben da jemanden. Können eine Karawane dorthin machen, das dauert 1,9 Tage. Foraged Food Amount. Animals will be able to graze, yes. Ich würde das akzeptieren. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Würde gerne jemanden mit Medical mitnehmen? Ich würde eigentlich auch gerne meinen Kämpfer mitnehmen. Moment. Quest. Der may be an unknown threat. Maybe an unknown threat. Ups, das wollte ich nicht. Dann lassen wir doch mal hier accept. Deswegen würde ich eigentlich schon John gerne mitnehmen. Weil Felix ist nur 175 wert. Lol. Der baut bei uns das ganze Essen an. Wieso sind ja nur 175 wert und John 1500 als Sklavenpreis? Ja. Kann ich dich mitnehmen? Jo. Kann dich mitnehmen? Ich könnte dich mitnehmen. Rot in 2.4. For at least one person animal will be out of food. Different species have different diets, so one may run out sooner. Kann Bison nehmen. Ist das ein männliches Bison? Meat Amount, Leather Amount, Plain Leather, was sehe ich denn das? Health Records. Ich will jetzt nicht mein weibliches Bison aus Versehen mitnehmen. Moment. Unsere weibliche Bison sind 3 und 4, genau. 1, 2 und 5 könnte man einfach nehmen. 5 ist das älteste im Zweifel. Würde ich sagen, machen wir das so. Home Caravan, yes. Accept. Wir nehmen Jean mit. Der hat ein bisschen Medical, nicht. Entsprechend müssen wir auch Ben mitnehmen. Dich, du bist im Kampf komplett kacke. Du hast zwar ein bisschen besser Medical, aber deswegen müssen wir dich mitnehmen. Und wir können wie so ein 5 mitnehmen. Und Aquarius. Days of Food, Rot and Four Items. Component, Blue Fur. Axt, Monkey. Trinted Skirt, Silver. Leather. Wo ist eigentlich Blue Fur? Ja. Travel Supplies. Hier brauchen wir, glaube ich, nichts davon mitnehmen. Das, was ich momentan nehme, ist automatisch mit. Rice, was nimmt denn der hier mit? Cloth, Modern Tent, das ist zum Schlafen zwischendurch. Medizin nimmt er mit. Keine Herbal Medicine, sondern richtige Medizin, 4 Stück. Reis, Simple Meal. Das verrottet in 2,4 Tagen? Das ist die Frage, ist das dann trotzdem korrekt, was ich hier habe? Ich würde mal sagen, send. Und hoffen, dass es passt. Bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert. Ich meine, ich habe
20 mal Essen auf Reserve, jetzt noch 10 mal auf Reserve und nur einer noch da. Nur noch Felix da. Ja, das wird schon irgendwie werden. Wir können übrigens bei Production. Ah ja, das Form, okay. Wir können bei Production. War's? Hand Taylor, nein, es gab eine Sushi Prep Table, lol. Nee. Wooden Electric Stone Cutter, Stone Cutter, Electric Stove, Stone Cutter. Gab doch auch eine ordentliche Crafting Bench, dachte ich. Es gibt eine Art Bench, offensichtlicherweise. Stone Cutter, Electric Smelter. Electric Crematorium. A huge stone crematorium which vaporizes corpses with extremely high temperatures. Wo konnte ich Sachen craften? Wooden Tailor, Stone Cutter Table, Crafting Spot. Es gab, glaube ich, auch irgendwo ein Crafting Table. Art Bench, nein. Wooden Butcher Table, nein. Hand Tailor Bench, nein. Wooden Electric Tailor Bench, nein. Electric Stove, Fuel Stove, Stone Cutter, Electric Smelter, Wooden Simple, no. Tribal Planter Box, Sushi Prep Box, okay. Nein, ich finde es nicht, wo ich auch nicht craften kann. Ich dachte, ich kann woanders noch die Smoke Leaf Joints machen, dass es schneller geht. Aber ist nicht der Fall. Unsere Pflanzenhain ist aber zu Hause geblieben, ist doch supi. Kann der aber auch ein bisschen nehanten, gucken. Gucken sollte der, glaube ich, nicht. Handeln kann er machen. Artsy Fartsy Fishing. Hunting. Hunting haben wir eh keine. Wir sollten aber jetzt. Moment, wir sollten jetzt bei ihm unter Health das Self-Tanning anmachen. Smoke Leaf Tolerance. Don't on Smoke Leaf Whole Body. Consciousness Moving Hunger Rate Offset Pain. Okay, wir sollten vielleicht unsere Drogenpolitik ein bisschen anpassen. Und zwar, Social Drugs, No Drugs, please. Wenn du hier high die ganze Zeit durch die Gegend läufst, hilft uns das leider nicht. Und dann können wir die Dinger auch nicht verkaufen, wenn hier alles weggeraucht wird. Oh, jetzt haben wir hier eine offene Wand, wa? Jo. Ah, ne, das ist am Replacen, okay. F9% Average Mood in the Colony. Ja, gut, das liegt vielleicht daran, dass ja gerade niemand in der Kolonie ist. So, hier werden jetzt medizinische Sachen angebaut. Perfekt. Also wirklich Medizin. Nicht Medizin. Moment, der ist halt nur dabei, die Sachen zu ernten, aber der bringt die nicht rein. Und dadurch verfallen die einfach. Was? A Brave from the Kingdom is passing by. He's Name Bug Buchanon. Ja, ich habe jetzt eh niemanden zum Kämpfen. Entsprechend ist mir das relativ egal. Aber kannst du mal bitte prioritize hauling rice. Please. Damit mal ein bisschen Reis wegkommt. Oh, der drängt aber viel. What the heck? Yo. It's hunting Red Panda 1 for food. Nix! Nein, nicht mein Pandachen! Ach, jetzt bist du fucking stoned! Geh weg, du Fuchs! Rescue Red Panda. Okay, habe ich Medizin? Habe ich Medizin? Ich hab Medical. Puh, ich habe Medical. Schwein gehabt. So, das bedeutet jetzt. Ups. Cannot finish already tending Red Panda. Okay. Gib ihm gute Sachen.